Eine neue Anleitung vom Windows Power. Im heutigen Video wollen wir euch zeigen, wie ihr eure Muskeln ein wenig mit Photoshop aufpeppen könnt. Wie das funktioniert, das erfahrt ihr wie immer nach dem Intro. Es haben uns einige Abonnenten angeschrieben, wir sollen doch mal ein Video machen, wie man den Bizeps ein wenig aufpeppt, das heißt, wie man sich selbst einen größeren Muskel mit Photoshop verpasst. Grund genug für uns, euch diese Anleitung zu zeigen. Ich habe hier ein Bild und hier sind zwar die Bauchmuskeln sehr gut und die Brustmuskeln, jedoch der Bizeps, der könnte doch ein wenig größer sein. Und das wollen wir eben heute machen. Der erste Punkt wie immer, ihr klickt hier auf euer Bild und mit Steuerung und J oder mit Rechtsklick dupliziert ihr die Ebene, also Ebene duplizieren. Ganze bestätigt dann mit OK. Und nachdem ihr die Ebene dupliziert habt, klickt ihr hier auf das Auswahlwerkzeug und sagt Auswahl Ellipsewerkzeug. Nun zeichnen wir hier beim Oberarm einen Kreis. So, hier diesen Bizeps wollen wir mal vergrößern. Dann klickt ihr auf Filter. Der nächste Punkt ist Verzerrungsfilter und Distorsion. Dann machen wir uns das mal kleiner, damit wir das sehen. Und jetzt, wenn wir hier den Schieberegler verschieben, dann seht ihr mal, wie unser Bizeps aufgeblasen wird. So, das ist mal eins. Mit OK. Dann muss ich das Ganze hier weiter oben auch noch machen, sonst sieht das unnatürlich aus. So, und wieder auf Filter. Dann Verzerrungsfilter, Distorsion, wieder dasselbe kleiner machen und hier wieder ein wenig aufblasen. So, wieder OK. So, bei der Schulter hier auch noch. Und so macht sie das dann eben, bis das Ganze natürlich aussieht. So, jetzt haben wir das oben. Hier unten könnten wir noch was gebrauchen. Deswegen. So, hier noch, Filter, wieder Verzerrungsfilter, Distorsion. Es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten. Wir verwenden hier die Möglichkeit, die am schnellsten funktioniert. So, und jetzt noch unten den Oberarm, damit das Ganze besser aussieht. Je genauer ihr das macht, natürlich, desto besser sieht das dann aus. Ihr dürft es natürlich nur nicht übertreiben, sonst sieht das dann unnatürlich aus. So, Filter nochmal, Zerrungsfilter und Distorsion. So, ich lasse das mal so. Und wenn wir uns das Ergebnis jetzt mal ansehen, vorher, nachher, dann seht ihr doch hier einen deutlichen Unterschied. Das war das Ganze in schneller Version. Wie gesagt, es gibt noch andere Anleitungen, die dann wesentlich länger dauern, komplizierter sind. Hier könnte man das Ganze natürlich noch ausbessern. Das können wir auch machen. Sieht unnatürlich aus. Diesen Punkt hier. Das war schon zu viel des Guten. Jetzt sieht das Ganze besser aus und es ist noch immer ein Unterschied zu vorher. Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt das doch mit einem Daumen nach oben. Abonniert unseren Kanal, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Windows Power sagt Danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen.